Ein Fußball wird im Winkel von 40 Grad über den Boden mit einer Geschwindigkeit von 45,7 Meter pro Sekunde geschossen. Berechne seine Reichweite. Hier die Situation. Dieser Winkel Alpha beträgt 40 Grad und die numerische Anfangsgeschwindigkeit V0 beträgt 45,7 Meter pro Sekunde. Wir wissen, dass die Laufbahn eine Parabel ist und der Landepunkt befindet sich hier. Was wir suchen, ist die Reichweite R von diesem schrägen Wurf, hier ein schräger Schuss. Wir suchen also den Abstand zwischen dem Anfangspunkt und dem Landepunkt. Wir drücken diese Reichweite in Meter aus. Um die herauszufinden, wählen wir ein Bezugssystem, zum Beispiel so. Der Ursprung, das ist der Anfangspunkt von dieser Bewegung. Die X-Achse ist horizontal nach rechts orientiert, Einheit 1 Meter. Die Y-Achse ist vertikal nach oben orientiert, Einheit 1 Meter. In jedem Augenblick unterliegt dieser Massepunkt, der den Ball darstellt, nur seiner Gewichtskraft. Also gibt es keine horizontale Kraft, die auf diesen Massepunkt P einwirkt. Und je nach dem Trägheitsgesetz bedeutet das, dass die Bewegung von diesem Punkt auf der X-Achse eine GGB sein muss. Die konstante Geschwindigkeit dieser GGB muss gleich sein zur Anfangsgeschwindigkeit längs der X-Achse. Um diese Anfangsgeschwindigkeit V0x herauszufinden, zerlegen wir den Initialvektor V0 in die vektorielle Summe von Vektor V0x und Vektor V0y. In diesem rechtwinkligen Dreieck erkennen wir sofort, dass die numerische Initialgeschwindigkeit V0x gleich ist zu dieser Hypotenusenlänge V0 mal Cosinus von dem anliegenden Winkel Alpha. Also die konstante Geschwindigkeit Vx dieser GGB ist gleich zu dieser konstanten Geschwindigkeit V0x, das heißt V0 mal Cosinus von Alpha. Und je nach dem Gesetz einer GGB gilt auch, die zurückgelegte Strecke x auf der x-Achse ist gleich zu dieser konstanten Geschwindigkeit V0 cos Alpha mal die Zeit t. Da die Gewichtskraft auf diesen Massepunkt wirkt und das vertikal, muss je nach dem Grundgesetz der Dynamik, das zweite Gesetz von Newton, dieser Punkt auf der Y-Achse sich in GGBB befinden. Also die Geschwindigkeit von diesem Punkt, Vy, wird berechnet durch die Anfangsgeschwindigkeit V0y minus g mal t. Und diese Anfangsgeschwindigkeit V0y erkennen wir hier als Länge von dieser Kathete in diesem rechtwinkligen Dreieck. V0y ist gleich durch Hypotenusenlänge V0 mal Sinus vom gegenüberliegenden Winkel Alpha. Also diese Initialgeschwindigkeit längs der Y-Achse, das ist V0 mal Sinus von Alpha.
Je nach den Gesetzen einer GGBB gilt auch, die Position Y auf der Y-Achse wird berechnet durch Anfangsgeschwindigkeit, also V0 sin Alpha mal t minus g mal t Quadrat geteilt durch 2. Diese zwei Minuszeichen kommen daher, dass die Gewichtskraft nach unten orientiert ist, die Y-Achse jedoch nach oben. Jetzt beginnen wir mit der Berechnung von E. Zuerst auf der Y-Achse. Wir wissen, dass Y gleich zu dieser Differenz ist. Am Landepunkt gilt Y gleich 0. Wenn wir die beiden kombinieren, dann finden wir, dass gt² geteilt durch 2 minus v0 mal sin alpha mal t gleich 0 sein muss. Und in dieser Gleichung mit der unbekannten t können wir t ausklammern. So erhalten wir dieses 0-Produkt. Die erste Möglichkeit ist t gleich 0. Aber t gleich 0, das ist am Anfang. Die zweite Möglichkeit ist diese Klammer gleich 0 und diese Klammer gleich 0 führt zu die Zeit t. Das heißt, die Dauer von dieser Bewegung ist gleich zu 2 mal v0 mal Sinus von Alpha geteilt durch g. Wir ersetzen v0 durch 45,7. Wir ersetzen Alpha durch 40 Grad und wir ersetzen g durch 9,81. Und somit finden wir als Zeit t ungefähr 6 Sekunden. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Abszisse vom Landepunkt. Wir wissen, dass diese Abszisse gleich zur Reichweite ist, die wir suchen. Wir wissen aber auch, dass diese Abszisse so berechnet wird und wir finden demzufolge, dass die Reichweite r gleich ist zu Anfangsgeschwindigkeit v0, also 45,7, mal Cosinus von Alpha, also Cosinus von 40 Grad, mal die Dauer t von dieser Bewegung. Und die haben wir gerade gefunden, das sind diese 6 Sekunden. Und somit finden wir, dass die Reichweite r ungefähr 210 Meter beträgt. Die Endantwort auf die gestellte Aufgabe lautet also, die Reichweite von diesem schrägen Schuss beträgt ungefähr 210 Meter.